Willkommen zum Unboxing und ersten kleinen Review der neuen Diver Saltist 5000, Baujahr 2017. Jedenfalls hoffe ich, dass in diesem kleinen Päckchen, was ich eben bekommen habe, tatsächlich diese Rolle vorhanden ist. Bestellt habe ich diese Rolle bei einem spanischen Online-Händler, die sonst in Europa in dieser Größe Anfang Februar nicht lieferbar war. Die Erwartungen an diese neue Saltist sind sehr groß. Sie wurde schon im Vorfeld als eine Art Salt-Tiger des armen Anglers bezeichnet. Dies konnte man von der alten Saltist allerdings nur mit einem Augenzwinkern behaupten. Und da ist sie tatsächlich. Jiha! Bezahlt habe ich für diese Rolle etwas über 200 Euro. Sie wird momentan zwischen 190 und 250 Euro je nach Modellgröße gehandelt. Die neue Saltist wartet mit einigen Features auf, die man sonst nur in den High-End-Rollen von Diver findet. Der Kurbelknauf ist stabil aus einem Stück gefertigt. Auch der Rollenkörper und natürlich die Spule sind aus Aluminium. 9 salzwasserbeständige Kugellager, wie sie zum Beispiel in der Diver Catalina zu finden sind. Die MagSeal-Technologie, mit der die Rolle zusätzlich gegen Salzwasser abgedichtet wird. Der Air-Rotor, allerdings aus einem anderen Material als bei Catalina oder Salt-Tiger. Ein griffiger, dicker Aluminium-Schnurfangbügel. Der Bügelumschlag erfolgt ausschließlich manuell. Eine abgedichtete Kampfbremse mit Carbonscheiben. Wie bei professionellen Meeresspinnenrollen üblich, ist die Rücklaufsperre nicht abschaltbar, das heißt, es gibt keinen Freilauf. Die Rolle hat eine hohe Übersetzung von 5,7:1, gleichbedeutend mit 1,20 Meter Schnureinzug pro Kurbelumdrehung. Die Rolle wird mit 650 Gramm angegeben, meine Küchenwaage zeigt sogar 3 Gramm weniger. Die meisten Hersteller mogeln bei diesen Angaben, wie bei dieser Penn Spinfisher 6500. Und genau als Ersatz für dieses Rollenmodell hatte ich mir auch die Diver Saltist bestellt. Sie war mir eben zu schwer, hat eine schlechte Schnurverlegung und der Schnureinzug ist mir nicht hoch genug. Mit der Diver Saltist 5000 hoffe ich, die ideale Ergänzung zu meiner Diver Catalina 4000H zu haben. Die ersten optischen und haptischen Eindrücke sind jedenfalls außerordentlich vielversprechend. Kaum Spiel in den Bauteilen, samt weicher Lauf, so wie ich es von meiner Catalina gewohnt bin. Möglicherweise der ideale Kompromiss zwischen Preis und Leistung. Das wird sich bald nach den ersten Tests am Wasser zeigen.